Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht spektakulär weiter mit dem DLC und heute stelle ich euch die Byzantina vor. Viele haben sich schon wahnsinnig drauf gefreut. Es wurde im Voraus gesagt, das ist eine unfassbar komplexe Civ, die wahrscheinlich auch ultra schwierig zu spielen sein wird. Und das hat sich schon so ein bisschen hochgeschaukelt. Meine Meinung ist, dass Byzantina für jedes Level spielbar ist. Ob Anfänger, ob Experte, ob Low Elo, High Elo, die Byzantina sind ein komplexes Volk, aber absolut spielbar für jedermann. Und wie die Byzantina in-game aussehen und warum ich das Ganze so denke, das zeige ich euch jetzt. Let's go! So Leute, das sind die Byzantina. Übrigens befinden wir uns hier auch wieder auf einem neuen Biom, auf einer neuen Map. Ihr seht schon auf dem Minimap, wie das aufgebaut ist. Aber dazu werde ich, also zu den neuen Maps, werde ich euch auch nochmal ein einzelnes Video vorstellen, dass ich euch erkläre, wie die Maps aussehen und wie die am besten spielbar sind. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Byzantina und wir sehen schon hier unten links, es gibt Olivenöl. Byzantiner haben eine zusätzliche Ressource. Und wie das Ganze funktioniert, das gehen wir jetzt hier ganz in Ruhe durch. Erstmal starten wir ganz normal mit 6 Dorfbewohnern. Nicht wundern, ich habe hier wieder einen kleinen Cheat reingehauen, damit ich euch das etwas schneller zeigen kann. Normalerweise startet man mit 50 Stein als Byzantiner und mit 100 Olivenöl, ansonsten mit den Standardressourcen. Und die 50 Stein, die können wir im Dark Age schon direkt nutzen. Und da kommen wir auch schon zur ersten großen Besonderheit der Byzantiner, nämlich die Zisterne oder die Zisternen. Die Zisterne funktioniert folgendermaßen. Wenn man die baut, wir sehen hier schon einen gewissen Einflussbereich. In diesem Einflussbereich, also in diesem äußeren Kreis, den man sieht, werden Dorfbewohner geboostet. Das heißt, die Sammelrate der Dorfbewohner, die sich da in dem Bereich befinden, die wird um 5, 10, 15, 20, 25% erhöht. Und das hängt davon ab, wie viele Zisternen miteinander verbunden sind. Also ich platziere jetzt erstmal hier eine Zisterne. Da sehen wir schon eine schöne 1 da oben drauf. Das heißt, oh, jetzt habe ich gerade von dem Cheat gesprochen, aber ich habe ihn noch gar nicht aktiviert. So, das war übrigens der Cheat zum schneller Bauen. Jetzt sehen wir hier schon, wir haben jetzt eine Zisterne und die Dorfbewohner in diesem Einflussbereich, die werden jetzt geboostet, das sehen wir hier auch, und zwar um plus 5%. Zusätzlich haben die Zisternen aber auch noch diesen Bereich und der bezieht sich auf Gebäude. Und das können wir jetzt entscheiden, inwiefern die Zisterne hier die Gebäude boosten soll. Da haben wir einmal die Möglichkeit, dass die Produktionsrate von militärischen Einheiten verbessert sein soll. Auch hier haben wir wieder diese 5 verschiedenen Level. Plus 20, plus 40, plus 60, plus 80, plus 100%. Oder die Forschungsrate. Plus 50, plus 100, plus 150, plus 200, plus 250%. Oder aber im Verteidigungsfall, dass der erlittene Gebäudeschaden verringert wird. 15, 15, 20, 25%. Und hier können wir auch die ganze Zeit zwischendurch wechseln, was wir halt gerade brauchen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein Holzfällerlager stehen haben und ein Upgrade andrücken, dann können wir hier uns den Bonus für die Forschungsrate holen und das Upgrade geht schneller durch. Genauso, wenn wir halt einen Stall haben oder mehrere Produktionsgebäude hier haben, dann lohnt sich das vielleicht wieder hier umzustellen, dass wir dann schneller Militäreinheiten produzieren können. Okay, soweit so gut. Wie kommen wir jetzt auf die höheren Level? Wir können nämlich mehrere Zisternen bauen. Und ihr seht schon, die zweite Zisterne, die kostet jetzt nicht nur noch 50 Steine, sondern die kostet jetzt schon 100 Steine. Und die können wir jetzt auch hier nicht direkt nebenan parken, sondern die muss eine gewisse Entfernung von der anderen Zisterne haben. Also ihr seht schon, hier kann ich sie nicht hinbauen, hier vorne könnte ich sie wieder hinbauen. Das machen wir jetzt mal. Und wenn diese zweite Zisterne steht, die hat auch wieder ihren eigenen Einflussbereich. Im Übrigen kann man die auch unterschiedlich voneinander einstellen, ne? Also ich kann die Zisterne jetzt hier zum Beispiel auf diesen Produktionsboost stellen und diese Zisterne auf den Forschungsboost. Ja, solange die Gebäude jetzt nicht von beiden beeinflusst werden, kann man zwischen den Zisternen einfach
wechseln, was man da gerade braucht. So, jetzt sind wir beide noch auf Level 1 und jetzt kommen die Aquädukte ins Spiel. Und wir können jetzt diese Zisternen miteinander verbinden. Es geht nämlich immer um den Wasserspiegel, das ist auch hier so schön erklärt. Desto höher der Wasserspiegel ist in den Zisternen, und das erreichen wir, indem wir das halt mit diesen Aquädukten miteinander verbinden, desto höher der Boost. Jetzt haben wir diese zwei Zisternen miteinander verbunden über unsere Aquädukte und jetzt haben wir auch schon einen Stufe 2 Boost. Das bedeutet Dorfbewohner-Sammelrate plus 10% in diesem Gebiet und unsere Produktionsrate wäre zum Beispiel auf der zweiten Stufe um plus 40% erhöht. Wenn wir jetzt eine dritte Zisterne haben wollen, dann kostet die wieder 50 Steine mehr. Das heißt, es ist jetzt schon 150 Steine, die wir dafür bräuchten. Aber da ist das gleiche Spiel, ne? Man muss die ein bisschen entfernt bauen. Kann die nicht direkt nebeneinander bauen. Und dann muss man die wieder mit dem Aquädukt miteinander verbinden. Da kann man auch schön gucken, wie es schön aussieht. Ich mach das mal so. Und ich hatte im Voraus die Angst, dass die Aquädukte vielleicht... Ups, sorry für den Schwenker. Für ein ziemlich viel Geblocke sorgen. Ihr seht schon direkt auf Stufe 3 gesprungen hier. Jetzt sind unsere Dorfbewohner um plus 15% geboostet. Aber, das kann ich euch schon mal zeigen, die Aquädukte wurden so gehalten, dass die Einheiten da quasi durchlaufen können. Das wird vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen, weil das halt ein bisschen unlogisch ist. Ich denke aber fürs Gameplay ist das sehr, sehr smooth und sehr, sehr gut gemacht, weil diese ganzen... Wenn diese ganzen Säulen eine Kollision darstellen würden für Einheiten, wäre das eine Vollkatastrophe. Deswegen denke ich, dass es ganz gut gehandhabt. Die blocken nämlich absolut null und stören überhaupt nicht im Gameplay. So viel zu den Zisternen. Ich denke, das haben wir verstanden. Das ist die erste große Besonderheit der Byzantiner. Jetzt kommen wir zu den nächsten Besonderheiten. Das ist Olivenöl. Wir können sogenannte Olivenhaine bauen. Die sind quasi die Felder der Byzantiner. Also wir können hier Nahrung absammeln, wie üblich. Parallel dazu sammeln aber die Dorfbewohner auch Olivenöl. Wir sehen hier immer bei 10 Nahrung werden auch 2 Olivenöl gesammelt. Man hat jetzt gerade auch schon bei den Feldern gesehen, bevor ich das vergesse, erwähne ich das. Die Byzantiner haben einen kleinen Bonus. Und zwar wird immer ein ganz kleiner Teil der Baukosten in Stein zurückgegeben. Ne? Achtet darauf, da kommt gleich so eine kleine Zahl, ich glaube plus 8 an Stein, wenn ich ein Feld baue. Zack. Ja, das ist bei jedem Gebäude so, dass es so ein ganz klein bisschen Stein zurückgibt. Das hilft, um die Aquädukte zu bauen zum Beispiel, weil ein Teilstück kostet 2 Stein und die Zisternen zu bauen. Wie kommt man noch an das Olivenöl? Also einmal offensichtlich über die Olivenhaine, außerdem aber über Beeren. Das sieht man jetzt hier auch schon beschrieben. Byzantinische Dorfbewohner erzeugen plus 30% Olivenöl von Beerensträuchern, plus 10% von Fisch und plus 20% von Olivenhainen. Das heißt, Beerensträucher sind tatsächlich die effektivste Möglichkeit, oh, guckt euch diese wunderschöne Mühle an, Olivenöl zu generieren. Hier geben die Dorfbewohner nämlich 5 Olivenöl ab bei 10 Nahrung. Das stimmt schon mal nicht ganz überein mit was wir gerade als... Beschreibung gelesen haben, aber gut, mit den Tooltips, da muss man ein bisschen aufpassen, da sind die Übersetzungen noch nicht ganz zu 100% ready. Auf jeden Fall über Beerensträucher, über Olivenhaine oder aber über Fisch kommt man an zusätzlich Olivenöl. Schauen wir uns, also das sind erstmal so die Grundsätze fürs Dark Age oder ich meine, realistisch ist, dass man halt eine Zisterne baut im Dark Age, aber das sind jetzt so diese Besonderheiten in der Wirtschaft der Byzantiner, Holzwehrlager, Bergarbeiterlager, alles andere läuft ganz normal, wie man es kennt. Schauen wir uns das Age-Up-Building an. Da können wir einmal auf das große Weingut gehen. Fungiert als Kloster. Dorfbewohner in der Nähe sammeln plus 60% Olivenöl von Beerensträuchern und Olivenhainen. Einquartierte Reliquien erzeugen Olivenöl anstelle von Gold. Also ein Landmark, wo man sich voll und ganz auf das Olivenöl konzentrieren kann. Stattdessen haben wir noch ein imperiales Hippodrom. Das fungiert als Stall. Da kann man so ein bisschen dran denken wie die Kavallerieschule von den Franzosen. Es gibt halt dann einen direkten Stall, das heißt, man kann sofort anfangen, Kavallerie zu bauen. Und es ermöglicht noch eine besondere Triumphfähigkeit. Und diese Triumphfähigkeit kann man auslösen. Und
Das sorgt dafür, dass ja, die Kavallerie mehr Schaden macht und ein bisschen schneller läuft und eine gewisse Lebenspunkte-Regeneration erhält. Das ist immer so eine Fähigkeit, die man für eine gewisse Zeit ausführen kann und die dann wieder abläuft und die man dann später wieder ausführen kann. Ich zeige euch jetzt erstmal das große Weingut hier. Baue ich mal schnell hier hin. Zack. Sollte man natürlich gucken, ich habe es jetzt zum Beispiel scheiße platziert. Man sollte natürlich schauen, dass dieses Einflussgebiet am besten auch auf die Beeren geht, weil man dann halt dieses zusätzliche Olivenöl bekommt. Wichtig, das große Weingut fungiert zwar als Kloster, aber im Feudal Age kann man das jetzt noch nicht wirklich nutzen als Kloster, sondern erst im Castle Age. Hat also nichts mit Delhi zu tun. Was können wir aber mit diesem Olivenöl machen, fragt ihr euch natürlich. Und da kommen wir zu der nächsten großen Besonderheit der Byzantiner. Denn das Olivenöl ist für Söldner da. Man kann jetzt hier zum Beispiel im Feudal Age ein Söldnerhaus bauen. Ja, wir haben normal Barracks, Stable, Schießstand. Da können wir auch die ganz normalen Militäreinheiten bauen. Zeige ich euch auch mal. Ich baue am besten hier unten mal alle hin. Oh, ich muss mal ein bisschen aufpassen, mein Computergegner macht hier schon ein bisschen Lärm. Ich baue hier mal ein Söldnerhaus hin. Und einen Stall und eine Archer Range und eine Barracks. So, das Söldnerhaus. Da wird es jetzt auch wieder sehr interessant und ich lieb's, wie viele Möglichkeiten man hier hat. Das Söldnerhaus sieht folgendermaßen aus, dass man sich für einen Söldnervertrag entscheiden muss. Entweder für den östlichen Söldnervertrag, für den westlichen Söldnervertrag oder für den Seidenstraßen-Söldnervertrag. Und ihr seht jetzt schon hier unten, es schaltet verschiedene Einheiten frei. Ja, also wenn wir den Seidenstraßen-Söldnervertrag auswählen, dann kann man im Feudalzeitalter Speerwerfer, also von den Mali die Einheit, als Söldner anheuern. Im Castle Age, wenn man auf den Veteranenvertrag upgradet, kann man dann Kamelreiter holen von den Abbasiden oder von den Ayyubiden. Und im imperialen Zeitalter kann man dann mit dem Elitevertrag Grenadiere holen. Das ist die Möglichkeit. Dann haben wir westlichen Söldnervertrag. Dort gibt es Langbogenschützen im Feudalzeitalter, Landsknechte im Castle Age, Strelitzen im imperialen Zeitalter und der östliche Vertrag, Keschik im Feudalzeitalter, Ghulams im Castle Age und Turmelefanten im imperialen Zeitalter. Wenn man einmal diesen Vertrag abgeschlossen hat, dann gilt das ganze Spiel über. Man kommt da nicht mehr raus sozusagen. Das ist ein Knebelvertrag. Das heißt, man muss sich am Anfang hier schon überlegen, was man machen möchte, was man auswählen möchte. Und damit kann man dann leben. Ich nehme jetzt einfach mal diesen östlichen Söldnervertrag. Zack. Und jetzt kann ich hier für Olivenöl Keschiks produzieren. Und später Ghulams und ganz später Turmelefanten. Das heißt, ich kann jetzt unsere zusätzliche Olivenöl-Ressource nutzen, die wir über die Beeren, über die Olivenhaine bekommen, die wir boosten können durch unser großes Weingut, können wir jetzt Söldner anheuern, wie zum Beispiel diese Keschiks. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. So, schauen wir uns mal den Stall an. Hier gibt es ein paar Besonderheiten. Ab Castle Edge können wir den berühmten Kataphrakt bauen, schwere ja, Kavallerieeinheit, ganz bekannt. Die schauen wir uns gleich an. Ansonsten kann man die Reiter ganz normal bauen. Hier gibt es aber eine zusätzliche Fähigkeit. Und zwar kann man das entwickeln, dass Reiter gegen Arbeiter, also Dorfbewohner, plus 2 Damage machen. Und wenn man Dorfbewohner tötet, dann gibt es eine 20 Gold Belohnung. Ja, auch sehr spannendes Upgrade. Mit 30 Holz, 50 Gold auch gar nicht mal so teuer. Könnte man also darauf setzen, mit den Reitern für ordentlich Lärm sorgen und zu versuchen, gegnerische Dorfbewohner zu killen, wo man dann sogar noch eine Belohnung für kriegt. Schießstand sieht ganz normal aus, wie wir hier sehen. Da gibt es keine Besonderheiten. In der Barracks sehen wir hier auch Speerkämpfer, die Limitanei, die noch eine besondere Fähigkeit haben, wie ich euch jetzt gerne zeigen kann. Außerdem haben wir die Verrägergarde, die wieder vergleichbar ist mit den Waffenknechten, den Palace Guards, die wir so kennen. Allerdings haben die auch noch eine zusätzliche Fähigkeit, die man einsetzen kann. Zeige ich euch gleich. Wo wir gerade hier bei sind, zeige ich euch erstmal die Limantai. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Limitanei, so. Die können nämlich hier in einen extra Schildwall gehen. Zack. Jetzt ist der Schildwall aktiviert. Schöne
Schönes Design, wie ich finde. Und dieser Schildwall bewirkt, dass wir jetzt 25% langsamer laufen, 25% langsamer angreifen, aber 50% weniger Fernkampfschaden bekommen. Sehr, sehr spannend, weil wir wissen, Speerkämpfer werden von Bogenschützen gekontert. Durch den Schildwall bekommen sie 50% weniger Damage, aber wie gesagt, laufen langsamer und greifen langsamer an. Kann ich jederzeit auch wieder auflösen, entweder per Klick, per Mausklick oder per Hotkey. Zack. Und jetzt laufen sie wieder ganz normal und greifen ganz normal an. So, dann schauen wir doch mal, was man jetzt noch in Castle Age machen kann. Hier haben wir einmal die Zisterne des ersten Hügels. Und wie der Name schon sagt, funktioniert dieses Landmark auch als Zisterne und hat noch eine besondere Fähigkeit, nämlich Pilgerflasche. Und die würde ich euch auch gleich zeigen. Vorher schauen wir uns nochmal den Goldhornturm an. Und der Goldhornturm produziert in regelmäßigen Abständen kostenlos freigeschaltete Söldnereinheiten. Das heißt, da kommt es auch wieder ein bisschen darauf an, welchen Söldnervertrag haben wir jetzt genommen. Kann man sich dann vorstellen wie eine Militärschule. Man wählt die Einheit aus und die wird dann langsam produziert. Ist, glaube ich, leicht zu verstehen. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal die Zisterne des Hügels. Baue das mal hier hinten hin. Ihr seht schon diese Map, die ist schon, hat schon eine besondere Eigenart. Man hat nicht sehr viel Platz in seiner kleinen Festung hier zu bauen. So, jetzt haben wir hier die nächste Zisterne. Ne? Immer dran denken, schön die Zisternen verbinden mit den Aquädukten. Zack, finden wir hier einen schönen Weg quer durch. Funktioniert ganz normal wie die anderen Zisternen. Ja, kann man auch wieder entscheiden, wenn ich jetzt hier, ihr seht, die Gebäude sind geboostet durch diesen Bereich. Und wenn ich das jetzt auf der Produktionsrate stehen lasse, dann werden hier in dem Stall. Wir sind auf Level 4, das heißt, in dem Stall wird jetzt 80% schneller Militäreinheiten produziert. Was ich aber sehr, sehr cool finde, und ich baue jetzt schon mal ein paar Kataphrakte hier. Wie wir gelesen haben, Zisterne des ersten Hügels schaltet die Pilgerflaschen frei. Und diese Pilgerflaschen, die können wir jetzt auf Einzeleinheiten aktivieren und die heilen uns. Es gibt maximal 10 Pilgerflaschen, das heißt, wir können maximal. Also es kann sich maximal bis zu 10 Flaschen aufladen sozusagen. Und damit können wir dann maximal 10 Einheiten heilen. Und alle 45 Sekunden wird eine Flasche wieder aufgefüllt sozusagen. Wie sieht das in der Praxis aus? Das kann ich euch jetzt zeigen, indem wir unsere Kataphrakt nutzen. Die übrigens auch noch, wie gesagt, besonders schwer gepanzert sind. Die haben es schon echt drauf. Die Kataphrakte sehen auch cool aus. Haben auch noch eine besondere Fähigkeit, nämlich das Niedertrampeln. Da stürmt man auf feindliche Einheiten zu oder durch feindliche Einheiten durch. Und jeder Feind, der im Weg steht, der bekommt 10 Schaden. Guck mal, ob ich euch das hier zeigen kann gegen den Computer. So, der ist noch ein bisschen von mir weggelaufen. Und jetzt stürmen wir hier mal in diese Longbows rein. Und zwar mit Q drücken wir jetzt hier den Bereich. Sturmangriff. Zack. Und diese Longbows haben jetzt Splash Damage quasi bekommen von unseren Kataphrakten. Und jetzt sehen wir, oh, unsere Kataphrakten haben Damage bekommen, aber hey, wir haben doch unsere Pilgerflaschen dabei. Und die kann man jetzt hier mit T oder mit Mausklick aktivieren. Wir haben momentan 4 Flaschen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel, zack, zack. Achtet auf den Sound. Schluck. Und können die Einheiten wieder hochheilen durch unsere Pilgerflaschen. Jetzt sind unsere Flaschen verbraucht und es dauert wieder eine Zeit, bis unsere nächste Flasche wieder aufgefüllt ist, sodass wir dann wieder die nächste Einheit healen können. Und was ich sehr cool finde, man kann ja zum Beispiel, wenn man jetzt nicht das Ganze so micron will, kann man zum Beispiel hier einstellen automatische Pilgerflasche. Das heißt, Einheiten, die niedrige Lebenspunkte haben, die trinken dann automatisch so eine Flasche. Das kann man einfach aktivieren, dass die das dann automatisch machen. Muss man natürlich gucken, weil man hat natürlich auch Einheiten, die sind jetzt nicht so stark und so wertvoll wie Kataphrakt, wie zum Beispiel ein Speerkämpfer. Könnt mir vorstellen, wenn man das auf automatisch hat, dass dann ja halt die Speerkämpfer diese Flaschen trinken, wo man eigentlich lieber die Fähigkeit für Kataphrakte zum Beispiel nutzen möchte. Aber ist eine schöne kleine Hilfe. So, ich kann euch nochmal kurz eine Belagerungswerkstatt zeigen. Die sieht nämlich auch ziemlich normal aus. Bis
auf eine besondere Sache natürlich. Ich sage auch noch, das sieht normal aus. Wir haben natürlich normale Runden, Mangen, Triebwerke, Bombarden, aber wir haben auch ein, tja, wie wird es ausgesprochen? Chirosiphon. Was nicht, warum ich es französisch ausspreche, was ich sowieso nicht kann, aber naja. Das sind unsere schönen Feuerrammen, die im Imp auch nochmal. Ah ne, genau, in Imp haben wir noch eine zusätzliche Entwicklung für unsere Triebwerke. Und zwar, dass wir die mit griechischen Feuergeschossen ausstatten können. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal das griechische Feuer an. So, let's go. Unsere Chirosiphon sind angekommen und hier sehen wir auch schon das Megafeuer. Und es macht ganz gut Damage, würde ich behaupten. Das ist ein Town Center mit 3250 Lebenspunkten. Und wir sehen auch schon das Feuer. Das bleibt hier einen Moment auf dem Boden. Wir haben hier noch ein paar Limatiles dabei. Ausprobieren, Friendly Fire gibt es, glaube ich, nicht. Aber gegnerische Einheiten, die jetzt hier durch das Feuer rennen würden, würden zum Beispiel noch Damage bekommen. Also das ist die neue Rammeneinheit von den Byzantinern, die auf jeden Fall sehr, sehr witzig aussehen, wie ich finde. Eine Kleinigkeit, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, die Zisternen haben noch eine besondere Fähigkeit, und zwar Verteidigung der Akriten. Rüstet Dorfbewohner in der Nähe mit stärkeren Waffen aus und erhöht ihre Rüstung 30 Sekunden lang um +2. Das ist auf jeden Fall ganz nett gegen Raids, weil wenn wir unsere Dorfbewohner hier mal hinstellen, wir sehen, die Dorfbewohner haben 0 Rüstung gegen Nahkampf, 0 Rüstung gegen Fernkampf und haben einen Messerangriff mit 6 Damage. Wenn wir das jetzt zünden, weil hier gerade ein Raid reinkommt, zack, sind unsere Dorfbewohner auf einmal ausgestattet mit 2 Rüstung gegen Nahkampf, 2 Rüstung gegen Fernkampf und, nicht wundern, da steht der Fackelangriff jetzt ganz oben, aber ganz unten gucken, man hat einen Speer-Nahkampfangriff mit 9 Damage und einer deutlich schnelleren Angriffsgeschwindigkeit als mit den Messern, die die Dorfbewohner normalerweise haben. Also das ist eine nette Maßnahme, um sich gegen Raids zum Beispiel zu verteidigen, dass man dann seine Dorfbewohner stärken kann. Söldnerhaus, gucken wir nochmal rein. Man muss natürlich auch dran denken, den Veteranenvertrag dann einzulösen. Wir sind in Castle Age. Das heißt, unsere Keshiks sind jetzt momentan noch Feudal Age und wir können momentan noch keine Gulams produzieren. Jetzt können wir hier für 100 Nahrung und 250 Gold den Veteranenvertrag abschließen. Und jetzt sind unsere Keshiks Castle Age Keshiks und wir können Gulams wieder für Olivenöl produzieren aus unserem Söldnerhaus. Ja, hier ist ein angeschlagener Keshik, da können wir auch schon mal wieder eine Pilgerflasche nutzen. Schluck, schluck, schluck und voll geheilt. Okay, schauen wir an, was wir für Landmarks in Imp haben. Da haben wir einmal die Palatinische Schule. Wenn sie Limitanei, das sind unsere Speerkämpfer, Varägerwachen, das sind unsere Palace Guards Man at Arms, die ich euch noch zeigen möchte, gepanzerte Reiter oder unsere Chirosiphone, es wird jedes Mal schlimmer, unsere Feuerrammen ausbilden, dann besteht eine Chance von 30%, auch bei diesem Wahrzeichen eine Einheit erscheinen zu lassen. Das bedeutet, ne, Einheiten produzieren und 30% Chance, dass man gewinnt und eine Einheit an diesem Landmark spawnt zusätzlich. Ganz nett, ist glaube ich einfach zu verstehen. Ich zeige euch jetzt noch das ausländische Ingenieurbüro und das ermöglicht die Produktion von besonderen Siege-Einheiten. Wie zum Beispiel Herr Wacher, Hui Hui Pau, die königlichen Kanonen. Und da geht es auch wieder um Olivenöl, weil das halt ausländisches Ingenieurbüro, das sind quasi wieder Söldner, die man aus dem Ausland anheuert. Und deswegen hat man auch die Technologien aus den fremden Zivilisationen sozusagen. Mein Computer Easy macht mich jetzt hier gerade nass. Aber bevor der uns fertig macht, würde ich euch nochmal ganz kurz die Verägergarde hier zeigen. Da gibt es auch noch eine Spezialentwicklung, wilde Geschwindigkeit. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um +30%, wenn Berserker aktiv ist. Ich zeige euch mal die Einheiten. Sehen auch schon wieder sehr cool aus, finde ich, mit den Masken. Und die können halt jetzt hier in die Berserker-Modus verfallen. Reduziert die Rüstung und erhöht den Damage. Zack, sieht auch cool aus. Haben sie auch noch die andere Äxte in der Hand. Und ja, verfallen in den Berserker-Modus und dann let's go. So, hier haben wir unser Landmark und da können wir
Bienennester jetzt produzieren für Olivenöl. Wir können das Hui Hui Pau produzieren oder auch die königliche Kanone. So, ich habe bestimmt wieder auch noch einige Sachen vergessen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da bin ich jetzt täglich live und zeige euch das neue DLC. Stöbere mit euch durch die neuen Civs, durch die neuen Maps, durch alle weiteren Neuheiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe vor allem, ich habe euch ein bisschen die Angst vor den Byzantinern nehmen können. Weil, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen... Wie schön das hier übrigens hier auch wieder aussieht, ne? Am Anfang war es so ein bisschen, ja, schon fast Angstmacherei, dass Byzantiner so komplex sind und dass man da sowieso nur als Conqueror sich quasi dran trauen sollte. Meiner Meinung nach totaler Quatsch. Grüße gehen raus an die Silber- und Bronzeliga. Ich glaube an euch. Ich bin mir sicher, dass auch ihr die Byzantiner meistern könnt. Und ja, viele, viele Neuheiten, die sehr, sehr cool sind. Ich finde, es sieht sehr, sehr spaßig aus, was man hier machen kann. Gute Handhabung. Leute, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ich möchte natürlich auch gerne eure Meinung wissen. Und dann würde ich sagen, bis bald im neuen Video. Und ja, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.